Ja, Leute, und herzlich willkommen zu meinem ersten Mod-Vorstellungsvideo. Heute zeige ich euch den Spawn X Ultimate. Was ist der Spawn X Ultimate? Der bringt neue Spawn-Eier ins Game ein. Ja, zum Beispiel hier Enderkristall, Eisengolem. Die anderen zeige ich euch noch. Die werdet ihr eigentlich sehen. Ja, gehen wir hier in der schönen NPC-Stadt. Dann können wir das mal schön zeigen. Dann gehen wir mal in das Haus hier rein. Oh. Ja, Erfahrungspunkte. Die sind etwas verbuggt, finde ich. Was haben wir hier? Den Enderkristall. Den will ich jetzt lieber nicht zeigen, weil wenn man von denen 3, 2 oder 1 legt, ist das für schlechte PCs jetzt nicht so die Sache wie bei mir. Das würde der jetzt nicht packen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr 3 von denen so hinlegt, so nebeneinander und die dann alle gleichzeitig explodieren lässt, kackt euer Minecraft ab. Bei 2 geht das noch so gerade. Also bei mir zumindest. Wie es bei euch ist, weiß ich jetzt nicht genau. Um den Mod zu installieren, ihr braucht den Mod Loader und natürlich selbst den Mod. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein Tutorial machen, aber die zwei, also den Mod Loader und den Mod, den werde ich euch unter die Beschreibung reinsetzen, damit ihr euch den installieren könnt, wenn ihr Lust habt. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal weiter. Der Eisengolem, der normal hier in der NPC-Stadt die Leute beschützt. Man kann so viele legen, wie man will. Was haben wir hier? Ein TNT-Block. Ja, das machen wir jetzt mal in diesem schönen Haus hier. Ja, das war's wohl mit dem Haus. Okay, ein kleiner Hänger. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ein Riesen. Ja, der ist etwas verbuggt. Der spawnt für eine kurze Zeit und dann ist er wieder weg. Lore. Das sind einfach ein Loren, ja. Ein Schneegollum. Die sterben ja im Wasser. Boot. Ihr könnt euch einfach ein Boot spawnen lassen. Und jetzt kommt das Beste. Machen wir mal hier in der Mitte von der Stadt. Das setzen wir mal hier. Ein Ender Dragon. Den könnt ihr. Ich schläge jetzt mal so viele hin. Ja, ich glaube, das war's. Ist jetzt erstmal von dem Mod. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir unter den Kommentaren. Daumen nach oben, nicht vergessen. Und nicht, ja, scheiße. Nicht vergessen zu abonnieren. Nein, braucht ihr nicht, wenn ihr wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.